wundervolle Wohlfühlzeit hier bei Gentle Voice ASMR. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem ersten ASMR Stadtbummel Hall 2022. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid bereit für ganz, ganz tolle Sounds. Ja, ihr Lieben, ich habe gestern die Innenstadt ein bisschen unsicher gemacht. Ich hätte gerne noch viel, viel mehr gekauft, aber ich konnte es einfach nicht mehr tragen. Und ja, ich war beim Teddy, ich war im Rossmann, ich war im Actionmarkt. Und die Sachen stelle ich euch jetzt alle vor, okay? Beginnen wir mit dem Actionmarkt. Da habe ich nur zwei Sachen gekauft. Und zwar einen kleinen Teppich. 60 x 1,20 Meter. Ein bisschen vorsichtig. Prozent Jute. 11% Baumwolle. 5% Polyester und 5% Viskose. Und zwar soll der in der Küche unter Lemmys Näpfe kommen. So ein Ständer, wo rechts, links halt seine Becke, seine Näpfe sind und die sind ein bisschen erhöht und er schlabbert immer so sehr, wenn er trinkt. Und für 7,99 Euro dachte ich, den nimmst du mit und es sieht noch ganz hübsch aus. Ne? Ich habe da jetzt einen alten Badvorleger in Blau, glaube ich, oder in Rot. Das ist nicht schön und der ist auch zu klein. Also der. Und sonst habe ich eigentlich nur noch mitgebracht. Schauen. Der Teppich 7,95 Euro, nicht 99. Und die Zahnstocher 86 Cent. Cocktailsticks. Die hatten viele schöne andere Sachen, aber wie gesagt, ich war schon so bepackt. Ich hoffe, das schallt jetzt nicht so sehr, wenn ich sanft spreche. Daher denke ich, dass es bald einen weiteren Stadtbummelhall gibt. Denn die hatten beim Teddy auch so schöne Übertöpfe, so schöne graue aus so einem Stein mit so Öhrchen dran, aus Holz, glaube ich, war das. Total niedlich, mit so einem süßen Gesicht. Ja, schauen wir mal. Dann gehe ich weiter zu Rossmann. Und da habe ich gekauft, auf Empfehlen einer Zuschauerin, da wir ja jetzt eine Badewanne haben, sagt sie, findet sie das Badeschaum, den Badezusatz Waldbaden. Waldbaden. So schön.
Zwar ist das von CD. Und das kostet 2,95 Euro. Kraft und Energie, Tanne und Fahne mit ätherischen Ölen und Blattgrün. Es riecht ganz, ganz fantastisch. Ganz, ganz toll. Das war das. Jetzt vorsichtig. Dann habe ich gekauft. Die haben halt da so schöne Windlichter und Dekoartikel. Ich glaube in der Nähe der Fotoabteilung, wo die Kerzen stehen. So ein Rattern Windlicht. Mit einem kleinen Seil dran. Ich denke, dass ich es nicht hinhängen werde. Das hat gekostet 6,49 Euro. Finde ich total okay. Einmal das Windlicht. Dann habe ich mir im Rossmann noch eine ganz lustige, ich finde, ganz witzige Sonnenbrille gekauft für 9,99 Euro. Das ist die hier. So. Ich muss da ja sehr drauf achten. Dann habe ich gekauft eine neue Schrubbelbürste. Mit Massagenoppen. Die alte habe ich vor dem Umzug direkt entsorgt. Die war nicht mehr ganz so schön. Herrlich den Rücken mitschrubben, unter anderem. Massagebürste, Bambus. Könnte das sein? 4,95 Euro. Das ist der einzige Punkt, den ich nicht zuordnen kann. Der auch sehr non-trans ist. Nee, 5,99 Euro habe ich gefunden. Bürste. Dann für 9,99 Euro. Fand ich wirklich richtig schön. Aus Rattan eine LED-Lichterkette. Zwölf warmweiße LEDs.
mit Timerfunktion. Also ich werde die schon im Wohnzimmer wahrscheinlich drapieren und sie mir vielleicht zwischendurch mal mopsen für meinen Hintergrund. Ne? Schauen wir mal. Einmal aus der Ultra-Gel-Serie. So ein ja, Pastellflieder ungefähr. Der Farbe. Und dann habe ich noch mal ein Topcoat von Manhattan, Super Gel, Super Gel, der hier. Nun, blubber, blubber. So, dann habe ich hier noch einen Lippenstift von Catrice. Das ist, glaube ich, so eine Lippencreme, ja. Und zwar ist er aus der Matte Pro Ink Serie. Lass mal gucken. 030, this is Attitude. Genau. Das war jetzt ein bisschen verfälscht durch das Licht. Lass mal gucken. Ja, der ist nicht ganz so kräftig. Schon so Richtung Nude. Stadtbummel war am Samstag. Es war ganz schön voll in der Stadt, weil das Wetter auch mal wieder atemberaubend war. Und das ist für mich dann immer sehr anstrengend, erstmal mit der Maske. Ne? Bekomme ich mir direkt einen Flash, wenn ich lange die Maske auf habe. Bin dann wirklich puterrot durch die Rosazea. Das ist dann immer sehr anstrengend. Ne? Was willst du machen? Bin ich mal richtig müde, wenn ich dann nach Hause komme. Von dem Stadtbummeln, so übersättigt. Ne? So, dann habe ich hier noch einen Boost Moisture von Jean and Len. Ohne Gedöns. Anti-Stroh-Effekt. Vegan. Bewahrt die Feuchtigkeit. Leave-in Pflegespray. Ne? Jean and Len ohne Gedöns. Sehr angenehm, aber ganz, ganz dezent. So, und von Jean and Len, oder heißt es, oder wo ist es denn hier? Jean and Len oder Jean and Len? Keine Ahnung. Könnt ihr mir mal da unten in die Kommentare schreiben. Ja, bitte. Und zwar habe ich hier Kokosöl Macadamia. Repair Conditioner ohne Gedöns. Vegan für geschädigtes und kraftloses Haar. Repariert brüchiges Haar bis in die Spitzen. Ökotest sehr gut.
passend dazu habe ich gekauft das Repair Shampoo. Und zu guter Letzt habe ich beim Rossmann gekauft von Sagrotan eine Handseife. Es muss unbedingt mal wieder eine neue Pumpflasche her, denn die alte ist fast 2 Jahre alt. Ich habe immer so eine Nachfüllseife benutzt. Aber jetzt ist die Flasche auch wirklich nicht mehr schön. Ich habe sie jetzt öfter auseinandergenommen und mal von innen so ein bisschen sauber gemacht hier, ne? In dem Bereich, aber jetzt ist es einfach vorbei. So, Sagrotan habe ich mitgenommen. Ich gucke mal eben, ob ich den Preis finde. Die Jean and Glen Haarprodukte kosten übrigens je 3,99. Das habe ich vergessen, ne? Sagrotan-Seife 1,85. Das Topcoat kostet 3,75 €, habe ich vergessen zu sagen. Und ich gucke mal eben gerade, ob ich Rival, genau, der Nagellack kostet dann 1,99 €. Hatte dann noch eine Tasche mitgenommen, von Ena Bio steht da immer drauf, für 1 €. Yep. Das war Rossmann. Da war ich noch beim Teddy. Küchenfenster wahrscheinlich. Das ist sehr, sehr groß, aber die Fensterbank ist sehr schmal. Und ich denke, das sieht ganz gut aus. Ich kann nichts unter die Decke schrauben vom Fenster oben, keine Haken. Weil der Kasten von der Jalousie ist, glaube ich, aus Holz und da kann ich nichts rein dübeln. Ich weiß gar nicht, ob es so von Tesa oder so, so Klebehaken gibt für so leichte Dekohängerchen. Müsste ich vielleicht mal gucken. So Gelanden oder so, ne? Keine Ahnung. €7 das Stück. Da muss ich auf jeden Fall unbedingt noch mal rein, denn die haben auch Übertöpfe. Also nicht nur die, die ich eben genannt habe, auch für draußen. So, ja, so geflochten, so ein Körbe quasi. Zweimal 7 €. Wenn die Kasse klingelt, bing, bing, bing. Dann eine Schere musste her. Ich hoffe, die kann es auch. Von Lehrlitz oder Herlitz, weiß ich gar nicht mehr. 3 €. Eine Bubs normal Schere. Ich die darauf. Zack. Glucker, Glucker, sorry. Ich
glaube, die muss man mal so ein paar Mal benutzen. Ist ein bisschen eng. War die eigentlich? 3 Euro habe ich gesagt. Okay. Nehme das Winkellicht an die Seite. Dann habe ich gekauft 2x schwarze Masken. Bei Mutter Mut, ne? 10 Stück sind drin. Für jeweils 2 Euro. Das sind die ersten schwarzen. Wir haben die, ich komme gerade nicht drauf, einmal die normalen blauen, ne? Also die in blau und dann noch diese, ich sag mal, Schnabelmasken. Kassenmann, 38 Euro habe ich bezahlt. Dann für die Essstühle Filzgleiterset. Ein Filzgleiterset für 1 Euro. Die haben sie in hell, in oder und schwarz und so in braun. Wir haben so mittelbraun, also die Füße sind so mittelbraun. Die und dann habe ich noch Bilderrahmen gekauft. Wofür ich noch keine Bilder habe teilweise, aber die sind so schön. 2x, ich denke, die sind für hier. Die haben so eine schöne so Stuckleiste. Das sieht man, glaube ich, gar nicht so richtig. Ne? Das Licht auch das ist ein bisschen hell. Also 2 davon. Und dann habe ich hier nochmal, ich finde die Holzfarbe unglaublich schön. Für 3 Euro mit Passepartout. Das ist noch ein bisschen dunkler, als wie ihr das so sehen könnt. Für 3 Euro. Muss ich mal ein bisschen vorsichtig stapeln hier. Und für 7 Euro in der gleichen Holzfarbe. Auch mit Passepartout, wenn man mag. Da werde ich wahrscheinlich nochmal öfter reingehen. Sehr schön von der Art, wie der gemacht wurde. Ist nicht so F, wie man hier so sagt. Ne? So schlicht einfach so. Könnte man wie alle anderen auch hinstellen. Aber bei uns wird wohl mehr hängen. Ne? Hochkant wahrscheinlich. Für 7 Euro dann. Ja, meine Lieben. Das war's von meinem ersten Stadtbummelhaul. ESMA Stadtbummelhaul 2022. Der nächste lässt bestimmt nicht lange auf sich warten. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr ja das Video seht. Ich hoffe, das schallt nicht so sehr, wenn ich sanft spreche. Wie gesagt, und ja, wird sich bald wohl geben, sobald die neue Bilderleiste da ist mit Bildern. Ne? Okay, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.